Hallo, herzlich willkommen wieder hier an der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Nott in Lauda. Mein Name selbst ist Erhard Nott. Ich darf Ihnen ein Vitali Roadster GT für E-Bike vorstellen, das Sie bei uns testen können. Die Vitalis sind die Klassiker unter allen E-Klapprädern in Deutschland. Das war das erste in Serie gebaute. Und wir haben das jetzt über Jahre hinweg weiterentwickelt. Der Roadster hier mit einem geschwungenen Rahmen, in verschiedenen Farben erhältlich, rot, grün oder Kupfer, hat jetzt ganz modern eine 11-Gang-Narbe gekriegt von Shimano. Die Alfine, die läuft in einem Ölbad ganz leicht, also fährt sich fantastisch. Sie können da also auch ohne Antrieb fahren und werden da keinen Unterschied merken zu einem normalen Fahrrad. Warum wir die 11-Gang-Narbe einbauen, war der Wunsch vieler Kunde und Kundinnen von uns. Sie wollte mit ihren Vitalis einfach schneller fahren oder größere Strecke zurücklegen. Und da hat ihnen die 8-Gang-Schaltung nicht genügt, also dann eine 11-Gang. Da kommt man besser noch die Berge hoch und man kann schneller noch bergabwärts mitreden. Ja, und das habe ich mir dann ausprobiert bei uns in Versuche, immer schneller, haben wir gemerkt, oh hoppla, wir müssen von der Bereifung was machen, die muss auch breiter werden. Sie kennen das auch von Autos, die haben auch breite Reifen, wenn sie schnell fahren. Wir haben also hier diese Ballonreife dann mit 55 mm natürlich pannensicher, haben wir dann aufgezogen und siehe da, dann hat es geklappt. Man kann auch dort damit sehr gut auf unbefestigte Wege fahren. Also es ist auch in Anführungszeichen geländetauglich. Ansonsten, die Akkus, die Sie hier bei uns verwenden können, die sitzen nach wie vor im Gepäckträger. Wir sind damit wesentlich flexibler als mit Rahmenakkus. Wenn irgendwas mal dran sein sollte, irgendwelche Reparaturen oder was auch immer, man kommt bei den Vitalis einfach wesentlich leichter ran an alle Kabel und. Ansonsten der E-Antrieb funktioniert über einen Tempomaten mit 6 Geschwindigkeitsstufen, die Sie hier mit dem Daumen anstellen können, oder Sie verwenden einen Drehgriff. Das ist dann so wie Moped fahren. Natürlich muss man noch dabei treten. Das ist sehr schön, wenn Sie gerade in der Stadt sind und haben immer so diese unterschiedliche Geschwindigkeiten, Beschleunige und so weiter und Anhalte. Der Drehgriff dient auch gleichzeitig als Anfahrhilfe, dass Sie am Berg anfahren können. Oder als Schiebehilfe, wenn es mal ganz steil geht, dass Sie einfach sich daneben hier den Drehgriff betätigen und dann läuft es ganz allein. Ein fantastisches E-Klapprad. Ich fahre es sehr häufig. Oftmals, wenn ich mit meinem Wohnmobil unterwegs bin, meine Frau verwendet es täglich zum Einkaufen. Probiere es bei uns aus. Wir haben sehr viele Körbe und alles, was man so braucht, damit man da flexibel ist und im Grunde genommen auch sein Auto ersetzen kann damit. Also dann, wir freuen uns auf Ihren Besuch oder rufen Sie einfach an, machen eine Anfrage bei uns auf der Internetseite und dann setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, erkläre Ihnen alles und dann bestellen Sie es vielleicht. Tschüss, Ihr Erhard Nott.